Weil dein Leben keinen Sinn macht. Dir fehlt es an Lebenssinn, an einem Ziel im Leben, auf das du hinausarbeitest oder hinausläufst. An einem Grund, morgens aufzustehen und dich darauf zu freuen, auf das, was auch immer du gerade tust. Deswegen fühlst du dich so. Und was machen wir jetzt dagegen oder wie finden wir dann einen Lebenssinn? Erstmal scheint der wohl sehr subjektiv und persönlich zu sein, weil sowas wie einen objektiven Lebenssinn gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe hier was. Das hier ist ein japanisches Ikigai, das versucht nach einem Überschneidungsprinzip die Tätigkeit zu finden, die dir wahrscheinlich am meisten Erfüllung verspricht. Das heißt, wir haben vier Kreise, die sich zusammensetzen aus, was du liebst, was die Welt braucht, wofür du bezahlt werden kannst und was du gut kannst. Und je nachdem, wo sich gewisse Kreise überschneiden, findest du die Tätigkeit, die zum Beispiel deiner Leidenschaft entsprechen würde, naja, oder deiner Berufung. Und wo sich alle Kreise in der Mitte treffen, da ist sehr wahrscheinlich dein Lebenssinn versteckt. Hier ist ein Kapibara oder Wasserschwein. Lasst ein Abo und ein Like da.